أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسكيت هوتي بايت إن شاء الله مت أنا أجن شفت فن الله نيملش المتكبر. المتكبر wird übersetzt mit dem Erhaben, der Großartige, der Stolze, der Vornehme. Aber das ist alles keine richtige Übersetzung. Und inshallah werden wir im Laufe des Vortrags diese Eigenschaft von Allah inshallah verstehen, weil ich keine richtige Übersetzung dafür gefunden habe. Und das ist eigentlich der Grund, warum die meisten Gelehrten des Islam sagen, derjenige, der den Islam richtig praktizieren will, muss Arabisch lernen. Denn das ist die Sprache des Korans. Und wenn man die arabische Sprache richtig versteht, dann genießt man auch Allahs Wort im Koran. Aber Alhamdulillah, wir versuchen inshallah mit Allahs Erlaubnis, diese Eigenschaft von Allah zu erklären. Allahs Namen und Eigenschaften werden wir nur erkennen und verstehen, wenn wir das ganze Universum betrachten. Denn das ganze Universum ist ein Zeichen von Allah. Und das ganze Universum ist ein Wunder von Allah. Und in der Tat kennt keinen Allah außer Allah. Das ist die einzige Tatsache. Denn der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, das Leben im Vergleich zum Jenseits ist der Platz eines Nadels im Ozean. Das ist unser Leben im Vergleich zum Jenseits. Und unser Wissen, was Allah angeht, im Vergleich zu Allahs Wissen, ist weniger als ein Platz eines Nadels im Ozean. Allah sagt in Surat Al-An'am, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Wahrlich, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Wechsel der Nacht und des Tages liegen wahre Zeichen für die Verständigen. Für die Verständigen. Wer sind die Verständigen? Die Allahs Gedenken im Stehen und im Sitzen und im Liegen auf ihren Seiten und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken und sagen, jetzt kommen sie zum Ergebnis. Das sind jetzt die Verständigen, die Allah im Koran erwähnt. Die sagen, unser Herr, o Allah, du hast dies nicht umsonst erschaffen. Gepriesen seist du. Darum behüte uns und bewahre uns vor der Strafe des Feuers. Das sind die Verständigen, die sich Gedanken über die Schöpfung Allahs machen. Über die Himmel und die Erde und alles, was in unserer Umgebung ist an Allahs Schöpfung. Richtig nachdenken. Und dann kommen sie zum Ergebnis und sagen, gepriesen seist du Allah. Alles Lob gebührt dir, Allah. Bewahre uns vor deiner Strafe am jüngsten Tag.
Der Prophet Muhammad a.s. berichtet über Allah, indem Allah gesagt hat, أحب ثلاث وحبي لثلاث أشد. Ich liebe drei. Allah sagt, ich liebe drei. Drei Arten von Menschen. Und meine Liebe zu drei ist noch stärker. أحب الطائعين وحبي للشباب. Ich liebe die gehorsamen Menschen. Und am besten die Jugend unter den Menschen. Wer sagt das? Das ist Allah. Allah liebt die gehorsamen Menschen und unter den gehorsamen Menschen liebt Allah die Jugend stärker. وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. Und ich liebe die Demütigen. المتواضعين, das sind die Menschen, die nicht hochmütig sind. Und meine Liebe für den Reichen, der demütig ist, ist noch stärker. وأحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. Und ich liebe die Großzügigen und meine Liebe zu den Armen, die großzügig sind, ist noch stärker. وَأُبْغِضُ ثَلَاثٌ وَبُغْضِي لِثَلَاثٌ أَشَدٌ. Ich mag drei Arten von Menschen nicht. Und am meisten dreien unter diesen Menschen, die Allah nicht mag. أبغض العصا وبغضي للشيخ العاصي أشد. Ich mag die Ungehorsamen nicht und unter ihnen am meisten der ältere Mensch, der ungehorsam ist. Also der Mensch, der ältere Mensch, der ungehorsam ist, Allah mag ihn überhaupt nicht. وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد. Und ich mag nicht die Hochmütigen und unter ihnen mag ich überhaupt nicht oder besonders unter ihnen derjenige, der arm ist und gleichzeitig hochmütig ist. وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. Und ich mag die geizigen Menschen nicht. Ich mag die geizigen Menschen nicht. Und unter ihnen am schlimmsten ist der Reiche, der geizig ist. Der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, keiner kommt ins Paradies, der ein Atom Hochmut in seinem Herzen besitzt. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Keiner kommt ins Paradies, wenn in seinem Herzen ein Atom Hochmut gibt. Atom. Wisst ihr, wie groß ein Atom ist? Wir reden nicht von einem Teilchen, sondern von einem Atom, was wir nicht mit den Augen sehen können. Atom an Hochmut. Jetzt, wenn wir sagen, Al-Mutakabbir, diese Eigenschaft von Allah, wenn diese Eigenschaft, oder erstmal, Al-Mutakabbir, das ist eine vollkommene Eigenschaft.
für Allah. Wenn du sagst, jemand ist Mutakabbir, das ist hassenswert. Genauso zu vergleichen mit Hochmut. Keiner mag einen Mensch, der hochmütig ist. Wenn du sagst, jemand ist Mutakabbir, das bedeutet, der ist hochmütig. Und das ist sofort negativ. Aber wenn du sagst, Allah, Al-Mutakabbir, der Stolze, der Erhabene, der Großartige, der Vornehmer, das sind vollkommene Eigenschaften.